Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe Apropos das Magazin. Wie immer haben wir interessante Beiträge für euch und die Themen der aktuellen Ausgabe werden natürlich auch vorgestellt. Jeden Donnerstag finden in den Büroräumen von Apropos Deutschkurse statt. Ich wollte mir einen Einblick verschaffen und die Lehrerin Verena Ramsel hat mich sofort eingeladen. Ich bin los und hier habe ich ein paar Impressionen mitgebracht. Verena Ramsel gibt jeden Donnerstag für ausländische Apropos-Verkäufer einen Deutschkurs. Die meisten Teilnehmer sind aus Rumänien und Bulgarien. Verena konzentriert sich auf Deutsch für den Alltag. So können sich die motivierten Teilnehmer nützliches Wissen aneignen und sie steigern sich jeden Tag. Die Deutschkurse von Verena Ramsel zeigen jede Woche Fortschritte und die Verkäufer schöpfen beim Verkaufen aus ihrem erlernten Wortschatz. Es ist definitiv eine Bereicherung für Apropos und ihre Verkäufer. Hallo, heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir in dem Studio. Ihr Name ist Luise Slamanik. Sie ist 59 Jahre jung, kommt ursprünglich aus Kärnten. Und jetzt fragen Sie sich sicherlich, was ist so besonders dran? Natürlich eine sympathische Dame, aber was ist so besonders dran? Ich kläre sie auf. Sie ist vom Start weg von Apropos dabei gewesen, 20 Jahre lang Berufserfahrung. Sie ist die älteste Verkäuferin und ich bin froh, dass du, Luise, heute bei mir bist und meine Fragen beantwortest. Ja, gern, danke. Luise, am Anfang möchte ich gerne wissen, nach 20 Jahren, was bedeutet Apropos für dich? Apropos ist für mich wichtig geworden in meinem Leben. Ist irgendwie, sehe ich das als Familie. Und dass ich mich einbringen kann, meine Meinung, ich schreibe auch mit bei Apropos, meine Meinung vertritt und irgendwie wieder im öffentlichen Leben teilnehmen, oder? Ist sehr wichtig, dass man nicht ganz aus dem öffentlichen Leben verschwindet, was früher schon der Fall war. Okay. Wie ist es dazu gekommen, dass du bei Apropos gelandet bist, dann schlussendlich? Ja, das war irgendwie ganz witzig. Ich habe gekocht und habe Radio Salzburg gehört. Und in Radio Salzburg ist die Straßenzeitung vorgestellt worden, die hat damals Asphalter geheißen. Und dann hat mein Mann gesagt, wenn du irgendeinen Verkäufer siehst, dann kaufst du eine Zeitung ab. Und ich bin früher selber im Saftladen ab und zu einen Kaffee trinken gegangen. Dann habe ich gedacht, du gehst da hin und holst da eine. Und dann ist der Chefredakteur dort gewesen mit ein paar Verkäufern und hat gesagt zu mir, ob ich eine Zeitung verkaufen mag. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Und dann habe ich 20 gekriegt, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, hat man damals gekriegt, eine Starthilfe, du kriegst 20 Zeitungen und die, wenn du die verkaufst, dann musst du halt, jede, die kaufst, zahlst den halben Preis. Also jetzt kostet es inzwischen 1,25 und 2,50 kostet die Zeitung und die Hälfte bleibt immer dem Verkäufer. Und dann, so bin ich wieder. Ja, habe es probiert, dann hat er gesagt, ich soll Verkaufserlebnisse schreiben. Und so hat das angefangen mit der Straßenzeitung. Und das ist für mich eigentlich ganz wichtig geworden im Leben. Wie eine Familie wahrscheinlich, oder? Wenn man so lange. Ja, mehr wie eine Familie. Mehr sogar noch. Naja, dass man sich einbringen kann, dass man auch so nicht mehr so am Rande der Gesellschaft ist. Und dass man was tut, gell? Und ja, und, ja, genau, und so was zum Tun haben. Ein Sinn wieder im Leben sehen. Ganz wichtig, ja. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja. Du bist dann immer aktiv auf die Straßen unterwegs. Du hast körperliche Einschränkungen. Machst du, oder was machst du nun mit Apropos? Also, ja, ich bin bei Apropos schon noch aktiv. Ich schreibe mit und habe Stammkunden, die ich mir erhalten habe. Und
jetzt habe ich das so angefangen. Jetzt gehe ich halt in so bestimmte Beisel, wo ich verkaufen darf und ich weiß nicht, mal Werbung machen darf und so, halt die Akademie bei ist ein guter, ein guter Verkaufs für mich. Und weil ich das einfach brauche, das zu Brot, weil Salzburg ist so teuer. Und ja, das Körperli ist halt so, dass ich kann nicht mehr stehen, weil mit der Bandscheibe das das Problem nicht. Aber es, wie ganz so aufgehört, da bin ich draufgekommen, dass ich mal in die Einsamkeit rutscht wieder. Nicht? Gar nichts zu tun haben. Geschrieben habe ich schon immer, aber da kriegst du dann richtig so eine depressive Phase wieder, wenn ich mal, wenn du gar nichts mehr zum Tun hast. Man fühlt sich oft dann so wertlos. Ne? Ja. Aber du, was ich mitgekriegt habe, du machst da bei vielen Projekten also mit, bei irgendwie Filmaufnahmen oder irgendwas. Ja, Schreibwerkstätten. Also wir haben Bücher ausgebracht, wir haben Kochbücher ausgebracht. Ja, und im Museum inzwischen, nicht? Dass man immer wieder da mal fotografiert und also unsere Chefredakteurin ist schon spitze, wenn ich das einmal sagen darf, was sie auf die Füße stellt. Ja. Ja. Okay. Du hast ja jetzt 20 Jahre Erfahrung bei Apropos. Kannst du uns vielleicht auch zwei besondere Geschichten erzählen, die bei dir so hängen geblieben sind oder die, was die einfach nicht mehr, die, was die nicht mehr losgelassen haben? Naja, das besonderste Erlebnis war für mich, da irgendwie so, ich habe schon so oft Tiefgänge gehabt, wenn man was bei Kollegen sehr geärgert hat, was sie halt aufgeführt haben oder so. Und das schönste Erlebnis war für mich, dass ich zur Straßenzeitungskonferenz nach Berlin fliegen hab dürfen und das erste Mal in meinem Leben geflogen bin. Ja, und nach 10 Jahren meine Schwester gesehen, ob die in Berlin lebt. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Und die hat dann auch, und ich meine, da bist in die Redaktion Taz reingekommen, wusstest nicht, gar nicht reinkommst, und da haben wir auch Workshops gehabt und so, das war schon ein besonderes Erlebnis. Ne? Ja. Hast du vielleicht ein negatives Beispiel, was vielleicht nur irgendwie... Naja, das eins ist mir schon sehr hängen geblieben. Und das war, da bin ich beim Rothaus gestanden und da haben Kinder, die waren so 13, 14, sagen wir 13 Jahre, also drei, vier Buben. Und da haben wir gefragt, ja, und so recht interessiert getan, habe ich gesagt, okay, ich schenke euch die Zeitung, aber ihr müsst es lesen. Es ist ja ein paar Mitarbeiter weggegangen und dann haben sie mir die Zeitung zerrissen vor die Füße hingehauen und das hat schon sehr weh getan. Ja, das ist nachvollziehbar. Ja, das war ja eine von negativen Erlebnissen. Und ja, das ist schon sehr hart gewesen. Es war demütigend. Ich habe ja gehört, du bist beim Apropos-Yoga dabei. Wie ist es da oder... Wie bist du da hingekommen? Ja, unsere Chefredakteurin hat die Ausbildung gemacht und hat dann, wie sie in der Ausbildung macht, haben wir Stunden nehmen können bei ihr und das war gratis und ich habe gemerkt, dass mir das gut tut und ich brauche immer so eine Gemeinschaft. Gell? Weil allein, für mich allein tue ich nicht viel, da brauche ich immer so einen viel Fußtritt, das weißt du. Ja, so wie beim Kochen, da kocht man ja auch nicht gern fürs Kleine. Ja. Und dann ist das zu meinem Fixpunkt geworden und ich habe richtig gemerkt, dass mir das gut tut. Das hat mir schon einmal ein praktischer Arzt gesagt, dass ich falsch atme, besonders bei Angstzuständen, wenn ich mich so Panik hatte oder so. Und die Mimi macht das wirklich super. Und es können inzwischen auch Kunden kommen. Und einmal in der Woche findet das statt. Und für Kunden verlangt die Mimi 5 Euro. Und für Apropos 2 Euro für Verkäufer. Oder, ja. Und ich merke, dass das meinem Körper gut tut und ich denke also im Alltag dran. Mhm.
Das ja, und gerade gemeinsam irgendwie was. Ja. Das ist ja auch noch ja. was. Doppelt Gewinn ja. eigentlich. Das, was ja. dir gut tut und du bist unter Leid irgendwie. Ich freue mich schon immer auf den Treffpunkt, auf die anderen ja. Yogis, auf die Kollegen. Ja, weil man braucht, ich glaube, das braucht jeder Mensch, so eine Gemeinsamkeit, ja, klar. oder? Ja, klar. Ich bin überhaupt so ein Gesellschaftsmensch. ja. Ja, übrigens für unsere Zuschauer, wenn sie mal Lust hatten, mal Yoga auszuprobieren, es ist machbar, es findet jeden Donnerstag um 15.30 Uhr in der Glockengasse 4C bei Akzente im vierten Stock finden diese Yogastunden statt. Wie schon die Luise gesagt hat, 5 Euro für Kunden. Und es ist eine tolle Sache, man kann sich das mal anschauen und ich denke mal... Es tut gut. Es tut gut. Dem Körper was Gutes tun. Ja. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich, Luisa, dass du bei mir warst. Ja, bitte gerne. Es war mir eine Ehre. Dankeschön. Und ich hoffe, dass du auch noch weiter bei Apropos weiter so machst und, ja, selbstverständlich. Und dass wir mal wieder über den Weg laufen. Ja. Okay, ja. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt sind wir bei der Rubrik Apropos aktuell angelangt und bei mir im Studio begrüße ich recht herzlich die Katrin Schmoll. Sie ist Redakteurin bei Apropos und ja, schön, dass du es bei uns, dass du eingetroffen bist und gekommen bist. Katrin, könntest du unseren Zusehern vielleicht die Themen der aktuellen Ausgabe vorstellen? Mhm, ja, super. Sehr gerne. Das ist unsere April-Ausgabe, die hast gezeichnet. Und dementsprechend ist schon das Cover gezeichnet von unserem Cartoonisten, dem Arthur Otzkowitsch. Wir haben überlegt, was wird zum Thema passen und haben uns gedacht, es wäre ganz nett, wenn die Leser auch aktiv werden können und das Cover quasi vervollständigen, also quasi ausfüllen können. Und das Titelinterview haben wir auch hat unsere Chefredakteurin, die Michaela Gründler, auch mit dem Arthur geführt, da er ja schon von Beginn an die Cartoons für uns macht. Und außerdem haben wir auch das Thema gezeichnet vom Leben aufgegriffen. Und ich habe einen Artikel darüber geschrieben, wie das ist, wenn man ein Traumata erlebt, also ich sage es mal durch Krieg oder durch irgendein einschneidendes Erlebnis so gezeichnet ist, wie man das überwinden kann, wie man darüber hinwegkommt. Eine Autorin hat einen Artikel für uns geschrieben über Schubladendenken, was uns einfach alle betrifft im Alltag. Stecken wir andere leicht in eine Schublade, werden selbst abgestempelt. Ja. Und unsere Praktikantin, die Julia, hat unsere Verkäufer zu ihren Tattoos befragt, was da so dahinter steckt, was die Geschichte ist hinter den Tattoos und hat da auch einige spannende Details erfahren. Und wir waren in der Druckerei, wo unsere Zeitung entsteht, die von eben Beginn an schon die Zeitung für uns drucken und haben uns da quasi live angeschaut, wie das so ist, wie die Produktion abläuft. Ah, okay. Hat unseren Verkäufern wahnsinnig Spaß gemacht und gefallen. Ja, und abgesehen davon haben wir unsere normalen Rubriken, unsere Schreibwerkstatt, wo die Verkäufer und Verkäuferinnen Texte schreiben. Und wir haben auch unser Porträt, das jedes Monat drinnen ist, Schriftsteller trifft Verkäufer. Und Straßenzeitungen weltweit, die Kategorie ist auch wieder dabei. Mhm. Hört sich nach einer super spannenden Ausgabe wieder an. Ihr Leser könnt euch auf was freuen. Katrin, danke, dass du da warst und das präsentiert hast und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Das war's schon wieder. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an der Sendung und schalten das nächste Mal wieder ein. Euer Fabian Bellmann für FS1.